Im Sommer 99 dachte ich noch, mein Führerschein wäre wahrscheinlich das Aufregendste, was mir passieren könnte. Da hatte ich noch keine Ahnung, wie unberechenbar das Leben sein kann. Hallo, mein Name ist Luna Wähler und ich spiele die Jessica in dem neuen Film Im Horizont zu nah. Der Film basiert auf einer berühmten Romanvorlage. Und ich würde euch jetzt gerne zeigen, wie das Buch zum Film wurde, indem ich euch ein bisschen daraus vorlese. Die Sonne schien auf meine noch geschlossenen Augen. Träge blinzelte ich in das viel zu helle Licht. Ich hatte mörderische Kopfschmerzen. Das ganze Bett roch noch so intensiv nach Danny, dass ich mich sofort erinnerte, wo ich war. Natürlich war die andere Seite des Doppelbettes leer. Ich setzte mich vorsichtig auf. Wenn ich mich langsam bewegte, hielten sich die pulsierenden Schmerzen im Kopf in Grenzen. Entschlossen ging ich durch die offene Tür. Hallo? Danny ist laufen. Das Mädchen, das ich gestern auf der Couch gesehen hatte, strahlte mich an. Christina. Hi. Sie war sehr zierlich und hatte ein bemerkenswert hübsches Gesicht. An jedem anderen Ort und jeder anderen Situation wäre sie mir auf Anhieb sympathisch gewesen. Aber ich hatte bereits beschlossen, sie für immer abgrundtief zu hassen. Du wohnst auch hier? Ja. Bist du seine Mitbewohnerin? Sagte Christina und machte eine dramatische Pause, bevor sie hinzufügte. Ja, Danny hat letzte Nacht bei mir gepennt. Eigentlich schlafen wir bei ihm, wenn er nicht gerade betrunkene Mädchen nach Hause bringt. In dem Moment trat Danny zu uns ins Esszimmer. Mein Herz setzte für einen Schlag aus. Hey, guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Trink doch noch einen Kaffee, dann fahr ich dich nach Hause, ja? Wenn sich die Grenze zwischen Himmel und Erde auflöst, dort kann man zwischen den Welten hin und her springen. Da können die Toten die Lebenden besuchen. Und umgekehrt.